Ja, Mahlzeit und hallo und willkommen auf simtrans.de, dem Kanal rund um Euro Truck Simulator 2 Trucking. Ich heiße euch herzlich willkommen hier in unserem schönen Scania S. Heute auf der, ja, ich sag mal Teilstrecke durch Spanien von Balboa bzw. Bilboa. Über Saragossa nach Tarragona. Wir liefern leere Paletten. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben uns schon soweit fertig gemacht. Wir waren hier auf dem Autohof nebenan schon tanken, haben unser Auto noch mal kurz oder unseren Truck noch mal kurz inspizieren lassen. Und jetzt legen wir los. Auf geht's! So. Dann schauen wir mal, die erste Teilstrecke haben wir ja schon offscreen gefahren. Das war in Großbritannien von Plymouth zum Hafenanleger. Ja, ne. Recht verzwickte Angelegenheit. Jeder, der die Pro-Mods-Karte spielt und kennt den Fähranleger bei Plymouth, der weiß, ja, da geht es schon eng zu, da muss man echt kurbeln. So, da sieht es frei aus. Ja. Und entsprechend haben wir das offscreen gemacht und jetzt seid ihr live dabei auf unserem Teilstück dann quer durch Spanien. Wir sind nach Bilbao mit der Fähre dann, wie angesprochen, und haben dann wie angekündigt und erwähnt einen kurzen Tankstopp gemacht, das Auto klar gemacht, also den LKW klar gemacht, und jetzt geht es weiter über die Autobahn. So. Da müssen wir echt einmal aus dem Fenster gucken. Jawohl, das sieht gut aus. Oh, enge Auffahrt hier. Ganz enge Geschichte, aber gut, kriegen wir alles hin. So, machen wir das Overlay mal wieder aus und konzentrieren wir uns aufs richtige Navi. So, und das Navi sagt doch schon einmal die Spur wechseln, dann machen wir das doch. So, bleiben wir auf dieser Spur hier und dann schauen wir mal, wo wir landen.
Ja, wie sind wir unterwegs? Hardwaremäßig oder wie bin ich hardwaremäßig unterwegs? Ich bin unterwegs mit einem Intel i5 12600K, dazu ein Gigabyte Gaming X Z690 Mainboard, einer AMD Radeon RX 6900 XT in der Red Devil Edition. Entsprechend wird das Ganze dann noch betrieben durch ein 850 Watt Netzteil. Ich spiele selbst mit einem Ultra WQHD Monitor auf 3440 mal 1440p. Dazu wird das Ganze gesteuert durch ein Logitech G920 Lenkrad mit Pedalen und Shifter. Der ganze Schaltmechanismus hier im LKW ist auf Automatik gestellt, sprich wir fahren hier im Automatikmodus. Somit kommen wir dann doch hier deutlich zügiger vorwärts. So, da müssen wir uns hier einmal rechts einordnen. Da ist nämlich das Symbol. So. Machen wir mal das Fenster runter, dass wir dem Kerle da das Geld aus dem Fenster schmeißen können in seinem Mauthäuschen. Dann sollst du dein Geld kriegen. Ach, sogar nur noch ein Automat. Auch recht. Hoppla. Oh yeah, da scheppert es aber richtig. Mein lieber Scholli. Wenn das mal keine Macken gegeben hat. Ja, unterwegs sind wir in einem Scania S 520. Ein bisschen aufgemotzt, aufgetunt. Mit ein paar Anbauteilen. Die Lackierung ist eine Eigenlackierung für die Spedition von mir, für die Spedition Schutzsachtransport. Dann sind noch ein paar Interior Mods dabei. Das seht ihr wahrscheinlich am Navigationsgerät. Das ist nicht das serienmäßige von SCS. Sieht hier nach Apple CarPlay aus. Sind entsprechend alles ein paar Mods. Dann der Bordcomputer einfach ein bisschen schöner gestaltet und ein paar andere Mods, die hier mit das Ganze schöner machen. Grafikmods, Soundmods, Wettermods, alles Mögliche dabei. Ja, wird langsam Abend in Spanien, 20 Uhr, aktuell im Spiel, Spielortzeit. Wie? Da geht es wohl auf eine Baustelle zu oder was treiben die da? Ja, Tatsache, da wird es einspurig. Da ist Aufpassen angesagt. Warnblinker rein, dass die hinter uns Bescheid wissen. Vielen Dank, der Kollege, fürs Reinlassen.
Mensch, die sind fleißig, hä? Abends um 8 wird noch gearbeitet bei denen. So, Baustelle rum. Und weiter geht's. So, haben wir bei Tempo 80, wie gehabt, den Tempomaten rein. Auch bei uns gilt, man kann ja ein bisschen sparen. Man muss ja nicht das gute, teure Benzin hier immer rauskippen oder rauswerfen aus dem Fenster. Gucken wir mal gerade. 1954 Kilometer haben wir noch Reichweite. Ja. Da kann man ein wenig knausrig sein bei den Spritpreisen, ne? In LKW gehen ja auch etwas mehr rein wie nur 100 Liter. Ja, schon wird es richtig dunkel. Keine Stunde vergangen, da ist es schon so finster, dass man fast mit Fernlicht fahren kann. Ah, schöner Sonnenuntergang da im Rückspiegel, hä? Schaut mal, das sieht doch einfach romantisch aus. Ah, herrlich. Super Sache, super. Ganz schön viel los, auch hier eine Mod mit drinne, der angepasste KI-Verkehr, einer Mod, die ich mittlerweile absolut nicht mehr vermissen möchte, macht es einfach total realistisch zu fahren. Wirkt so wirklich wie auf Autobahnen. Die LKWs, die einen auch sogar überholen. Ah, ist schon toll. Ja, und schon ist es jetzt aber richtig dunkel. Da sieht man auch nichts mehr von der Sonne oder Co. Ah, in Richtung Barcelona fahren wir. Ja. Tarragona ja südlich von Barcelona in Spanien. An der Ostküste gelegen in Spanien. Und dann schauen wir mal, was uns da dann noch erwartet. So, hier haben wir eine Autobahnzusammenfädelung. Ah, da vorne ist wieder Blaulicht. Was ist da wohl passiert? Uiuiui. Na komm, lassen wir euch mal vorbeiziehen.
und wieder unser Reisetempo. Da meint's einer aber gut, hä? Das sieht schon wieder nach Mautstation aus, jawohl. Dann auf zur nächsten Mautstation. Geräusche, wenn man da über die ganzen Bodenkonturen, Bodenmarkierungen fährt. Mit dem mal nicht so dicht drauf. Gucken wir mal, dass wir hier sauber reinpassen und nichts abmähen. Oh, das Fenster runter. Auch wieder so ein Automat. Mensch. Da wird eingespart an den Mitarbeiter, ne? Und weiter geht die Fahrt. So, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns da vorne nicht verhackeln. Das ist ja das Schöne, dass das Navi uns das schon mit der Spur sagt, dass wir da rüber müssen. Jetzt gucken wir mal, lassen wir den mal vorbei. So. Hervorragend. Lange Kurve ordentlich mitnehmen, nicht dass wir irgendwo hängen bleiben. Wir wollen ja den Behörden hier keinen Ärger machen. So, Saragossa, jawohl. Gehen wir mal eine Spur rüber, weil das sieht so eine Abbiegespur aus. Oha. Da stockt es wieder. Warum? Ach, weiß auch keiner so recht.
Aber kennt man ja von deutschen Autobahnen. Da fährt man entspannt zum Mutti in Urlaub und dann stockt das auf einmal und keiner weiß warum. 100 Kilometer Stau, keiner weiß warum. Ursache: ein fortgeschmissener Kuchen auf der Autobahn. Das ist Autofahren in Deutschland. Da macht schon wieder einer langsam. Oh. So. Ein wenig Frischluft, auch nicht verkehrt bei den Temperaturen. So. Wieder so ein Bezahlautomat. Weiß man gar nicht so recht. Ist dunkel, könnte auch so eine richtige Bude sein. So. Dunkel, machen wir was Fernlicht an. Ach, schön hell. Mensch, guck. Das ist halt LED-Techniker. So muss Autofahren sein. Das macht Spaß, wenn es einfach hell ist. Da fühlt man sich gleich sicherer und sieht mehr. Ah, der ist schon weit genug weg. Kann man anmachen, hä? Ah, herrlich, hä? Was ist denn das? Eine beleuchtete Brücke. Okay. Wahnsinn. Die Spanier haben eindeutig Geld. Super, dann sind wir bald da und dann mal gucken, wohin es uns verschlägt. Wenn ihr Wünsche habt, wohin wir nach Europa fahren sollen, dann lasst es mich doch einfach wissen. Schreibt es in die Kommentare rein, schreibt es hier in den Chat rein. Dann können wir mal drauf eingehen und mal gucken, in welche Ecke es uns dann im nächsten Ziel verschlägt. Das war, glaube ich, gerade gefühlt so eine Turbodrehung. Das habe ich schon mal gesehen. Da drehen sich die Autos einfach. Fahren rückwärts weiter und dann wieder vorwärts. Ganz interessant und lustig.
Tarragona angeschrieben, sehr gut. Gleich haben wir es. Ja, was haben wir vor hier auf dem Kanal? Regelmäßig streamen, das ist natürlich ein Ziel von uns oder von mir, um euch mit Videos versorgen. Mit interessanten Content. Lasst mich einfach wissen, was ihr im Eurotruck Simulator 2 seinen Touren sehen wollt. Schwerlasttouren, Güterverkehr, was da auch immer so euch einfällt. Lasst mich das Ganze mal wissen und dann gucken wir mal, was wir umsetzen können. Ja, wir möchten euch ein bisschen das, oder ich möchte euch ein bisschen das Speditionsleben hier zeigen in unserer virtuellen Spedition Schottsachtransport. Schottsachtransport, die virtuelle Spedition ansässig im Landkreis Heilbronn. Entsprechend auch auf den Nummernschildern bei unseren LKWs zu sehen. Leider natürlich nicht in der Heilbronn selber die Niederlassung. Auf der Promotz so per Haus aus nicht möglich, da die keine Garage in Heilbronn haben. Wir sind in Stuttgart untergebracht, aber ist ja fast ums Eck. So, und dann geht es schon wieder ab aufs nächste Dreieck. Das müsste ein Dreieck sein, ja, so wie es aufgebaut ist. Dann schauen wir mal. Machen wir doch nochmal Fernlicht an, sieht man mehr. Nicht, dass wir hier aus Versehen eine Kuh platt fahren oder sowas. Wäre ja blöd, wenn es dann ausgerechnet Benita wäre. So. Dann geht es hier schon runter. Dämmert auch schon langsam, oder was heißt dämmert, ja? Das ist da tatsächlich nur der Mond. Hab schon gedacht, durchs Licht und den Mond. Was dämmert denn da schon morgens um 10 vor 2? Müsste ich ja persönlich am besten wissen, dass es morgens um 10 vor 2 nicht dämmert. Als Schichtarbeiter kennt man natürlich auch die ganzen, nehmen wir es mal, Helligkeitszustände draußen vor der Tür. Also nachts um 2 ist es in der Regel nicht so hell. So. Dann jetzt wieder mitgemacht da rein in die Lücke. Hä? Ah, wieder so ein Automat hier. Ach, ganz komisch. Das sieht man nie ein, ne?
Kaffeetasse bald auch wieder leer. Naja. So ist es halt, wenn man nachts fährt. So, da kann man lang fahren. Ja, man merkt, der Verkehr ist fast bei null, passt dann doch zur Uhrzeit. Das ist halt so eine richtig tolle Sache, die ich echt an diesem Verkehrsplugin liebe, dass es relativ realistisch ist, was die Zeiten angeht. Klar, nachbessern kann man immer, aber schauen wir mal, vielleicht finden wir das eine oder andere. Im Moment spiele ich den Euro Truck Simulator noch auf der 1.43 Version in der Pro Mods 2.60. Ich denke, ich werde auch zeitnah updaten, sobald die ganzen Mods, die ich nutze, sobald es da die Updates gibt. Und dann können wir uns auch mit den neuen Inhalten vertraut machen. Und die schießen da links und rechts aber echt alle mit Vertrauen vorbei. So. Und dann haben wir es auch schon geschafft und sind an unserem Ziel. Eine letzte Kurve. Gucken wir mal, ob der liebe Pförtner uns das Tor aufmacht. Jawohl. Hervorragend. So, dann gehen wir uns mal anmelden. Schauen wir mal. Gehen wir auf Nummer sicher. Das Fenster auf, so ein bisschen durchlüften. Ja, sind hier in so einer Art Raffinerie angekommen und ich liefere hier leere Holzpaletten hin. Ja. Na gut, für irgendwas werden sie sein. Und wenn sie Plastiktüten voll mit Benzin auf Holzpaletten verkaufen. So. Einmal kräftig ausholen. Einmal noch Rückwärtsgang hier den Kollegen ein bisschen gerade reinstellen. Da waren wir irgendwie ein bisschen schief dabei. So. Die Geschichte von außen nochmal. Naja, halbwegs. Übung macht der Meister, ne? Ah, da sieht man mal das ganze Licht, was auf die Straße kommt. Schon toll. Wie gesagt, ein Scania 520S. In der Firmenlackierung mit Auflieger. Ja, laden wir ab.
Zack, Handbremse rein. 560 Kilometer waren es. Ja, gab wieder gutes Geld. Ein paar nette Erfahrungspunkte. Gucken wir mal, was für Aufträge wir denn hier haben. Zaragoza, Valencia, Cagliari, Livorno. Livorno hört sich interessant an, nach Italien. Dann sind wir eigentlich schon wieder auf halber Strecke. Wir könnten dann gucken, was man in Italien noch mitnehmen kann. Super. Würde aber trotzdem sagen, legen wir uns jetzt erstmal schlafen, so wie sich das für einen LKW-Fahrer gehört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen in unserem Livestream. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Besucht uns auch auf unseren sozialen Medien, Facebook, einfach nach simtrans.de gucken. Ansonsten, wie gehabt, ein Abo bitte da lassen auf YouTube und Twitch. Und ich freue mich über Feedback in Form des Chats hier oder ansonsten in den Kommentaren unter den Videos. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis die Tage. Macht's gut, bis dann. Ciao.